Grappler Rü 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rü.de. Folge 3, der unsichtbare Gast. So, herzlich willkommen zu Tag 3 und zu einer neuen Challenge. Der unsichtbare Gast. Ich werde euch jetzt die Challenge erklären. Euch hat es heute getroffen, eure Gruppe. Es wird ein A Cappella Battle zwischen vier Leuten von euch geben. Okay? Gibt es denn Freiwillige von euch, die sich bereit erklären, ins Battle zu gehen? Einmal Hand hoch. Nuhat, komm bitte nach vorne. Der Grund, weshalb ich in den Battle gegangen bin, ist, dass ich traue mir sowas zu. Und deshalb dachte ich mir, da sind Kandidaten, die das vielleicht weniger können. Dann wäre ich irgendwo eine Pussy, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht eingehen würde. Weil da sind Kandidaten, die das etwas weniger können. Deshalb stelle ich mich der Herausforderung. Kannst du stehen bleiben. Gibt es noch einen Freiwilligen, der sich bereit erklärt, in ein A Cappella Battle gegen Nuhat oder mit Nuhat anzutreten? Nein. Ihr entscheidet jetzt, ansonsten wird ausgelost. JU, komm bitte nach vorne und stell dich auf die Seite. Gibt's noch einen Freiwilligen? Werkei, komm bitte nach vorne und stell dich auf die Seite. Haben die auch? Komm nach vorne und stell dich auf deine Seite. So, jetzt erkläre ich euch die Challenge. Ihr vier werdet in einem A Cappella Battle gegeneinander antreten. Jeder von euch vier hat einen unsichtbaren Gast, der darauf hoffen muss, dass ihr als Gewinner von diesem Battle geht. Ja? Zwei von euch werden gewinnen und zwei von euch werden verlieren. Die zwei Gewinner können ihren unsichtbaren Gast nehmen und dürfen zurück in die Villa. Die zwei Verlierer nehmen sich ihren unsichtbaren Gast und müssen in einem Vierer-Song-Battle gegeneinander antreten. Okay? Wir haben hier die Urne. Eure Namen brauche ich nicht mehr. Ich habe eine Frage. Ja. Vierer-Song-Battle bedeutet aber nicht, dass ich mit meinem unsichtbaren Partner gegen ihn battlen muss, oder? Jeder gegen jeden. Okay, dann, das wollte ich wissen. Erstmal dein Name, JU. Mhm. Dein Name, Nuhat. Dein Name, Handy. Dein Name, Berkay. So. Es sind noch vier Namen drin. Jeder von euch, und ich muss jetzt auf eure Ehrlichkeit hoffen, wird einen Namen hier ziehen und ihn in die Kamera halten. Ihr selber dürft ihn nicht sehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir fangen an mit JU. Du wirst jetzt deinen Namen, einen Namen ziehen und das ist dein unsichtbarer Gast. Was sehen die auch schon? Nochmal. Zeig ihm bitte in die Kamera und so. So? Ja. Fuchsmove. Okay. Das ist dein unsichtbarer Gast. Hand, ja. Du ziehst jetzt deinen unsichtbaren Gast. Ich darf ihn nicht sehen. Du darfst ihn nicht sehen. Nur in die Kamera zeigen, bitte.
Okay, wo sieht man? Das ist Hamdis unsichtbarer Gast. Dankeschön, Hamdi. Einer von euch gehört mir. Nuhat, bitte nicht schummeln. Zeig deinen unsichtbaren Gast. Ist richtig herum? Ja. Jetzt hier wieder rein? Nee, er ist raus, er ist vernichtet. Okay. Und du kriegst den letzten. Einmal in die Kamera zeigen, bitte. Das ist dein unsichtbarer Gast. Ihr habt jetzt euren unsichtbaren Gast an eure Seite gestellt bekommen. Ihr wisst nicht, wer es ist. Wir und der Zuschauer wissen es. Jetzt bräuchte ich euren Namen noch einmal hier in den Topf. So. Als erstes werden antreten. Du liest die Namen vor. Ju. Gegen. Hamdi. Und Nuhat. Gegen Berkay. Geil. Geil. Ich hab Bock, weil der kann es auch, denke ich. Nur nochmal fürs Verständnis, damit jeder mitbekommt. Das erste Battle wird hier stattfinden. Das zweite Battle wird hier stattfinden. Unter euch gibt es einen Gewinner auf dieser Seite, einen Gewinner auf dieser Seite. Der Gewinner auf dieser Seite nimmt seinen unsichtbaren Gast und geht in die Villa. Die Verlierer auf dieser Seite und dieser Seite nehmen ihren unsichtbaren Gast und ihr tretet hier in einem Vierer-Song-Battle gegeneinander. Okay? Okay. Wer möchte anfangen? Ja, wir anfangen. Dann möchte ich einmal noch anfangen. Okay. 30 Minuten später. So, Challenge Nummer 3. Ihr hattet gerade eine halbe Stunde Zeit, um euch aufeinander vorzubereiten. Wir machen ganz simpel: Kopf oder Zahl? Nuhat? Kopf. Berkay? Super. Zahl. Du darfst entscheiden? Nur. Okay, dann gehen wir ins Battle. Ich wünsche euch viel Spaß mit der dritten Challenge. Der unsichtbare Gast! Battle Nummer 1. Nuhat vs. Berkay. Ich erzähle euch eine Geschichte von dem Berkay mit Mundgeruch. Ich glaube Mitte 20, doch sein Schwanz bleibt ungelutscht. Es ist der Gangster, der sich in sein Viertel versteckt. Der Typ ist niemals Kandidat, der Typ ist Mittel zum Zweck. Er ist der, der gegen mich eine Arschkarte kriegt. Vor dem Battle muss der Junkie noch ein paar Bahnen ziehen. Ein Drogenbaron, der ein paar Packs verpackte, doch bei Runde 3 hatte er keinen Cent auf Tasche. Ganz Nürnberg soll bei dir rein, du Fotze mit Bart. Der Boss ist da, glaub mir, heute gibt es trockenen Arsch. Mit einer Katze lebt er schon seit Jahren im Hochhausblock. Der Arme fickt die Katze hart, bis kein Ton rauskommt. Nein, 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 weiter. Warte. 4 Gs rollen in mein Viertel. In echt musst du für Lebkuchen sparen. Du hast Koks in der Nase und musst E-Scooter fahren. Okay. Jetzt mach mal bitte Platz da. Bitte Platz. Ein Blick reicht. Du bist zwischen 100 Mann ein Penner. Ich spring in den Pool. Und bin unter Wasser besser. Ich hab den Neuner tief gebunkert in mein Handschuhfach. Du Pisser springst in den Pool und machst dich zur Lachnummer. So, dann fangen wir mal an, du kleiner Frechdachs, Allah. Salam alaikum, Berkay Nordi in dein Arsch. Gestern Busbauen in der Villa, heute back to Almania. Du rappst von Kaligras und dass du alle knallst, doch kommst Kombi Hajarino gut gestreckt mit Ammoniak. Kleiner Semmel, du bist Sternzeichen Schwein. Fliegst heute nach Hause, doch deine Wertsachen bleiben. Also mach mir nicht auf Ernsthaftigkeit. Sogar Shorty knallt den Pisser in ein Bärnackelfeil. Ich komm von Zombie-Mysteria auf Nacksteine. Du vom Blasenbei Sammy für Reichweite, du Kackstreifen. Ich riech die Fotze in dir. Gio zieht dich in sein Zimmer und du musst ihn massieren.
Erzähl mir nichts von Street und dass du Drogendealer bist. Ah, shit, hätte man dich lieber in ein Taschentuch gewichst. Das war das erste Battle und ich muss sagen, ich bin geschockt. Ja, ich bin geschockt. Willst du dein Wort als erstes? Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, ich bin auch immer noch in meinem Kopf Salat, Bruder. Ja, bei mir auch, Bruder. Ich darum? Glaub, also ich finde beide krass, Bruder. Mhm. Beide waren sehr krass. Mhm. Ich kann nicht sagen, wer krasser war, Bruder. Bruder, um ehrlich zu sein, bin ich auch jetzt an dem Punkt, ich würde das Battle unentschieden werten. Die Sache ist, wir brauchen einen Sieger, ja? Da wir, OG und ich, das Battle als unentschieden erachten, würden wir euch nochmal in Schlagabtausch Vierzeiler A Cappella Freestyle bitten, um die endgültige Entscheidung festzulegen, ja? So, super. Auf geht's, Jungs. Okay, ich fang an. Heute wirst du Pisser kassieren. Wenn, dann sorg ich dafür, dass du und Gio meinen Rücken massieren. Heute Nacht bist du Versager verschwunden. Kein Plan, gleich der Haken kommt von unten. Irgendwie so. Du sagst, ich werde dich massieren. Das wird so nicht passieren. Lieber musst du heute deine Arschhaare rasieren. Bevor ich hier eskaliere und dich in den Pool ziehe, musst du mir davor entblasen, weil du bist ein kleiner Groupie. Keine Ahnung, Freestyle. Ich fick dich direkt. Du bist so ein Pisser, der sich hinter Gitter versteckt. Kein Plan, Freestyle aus meinem Kopf. Ich fick deine Bauchtasche. Jeder weiß, dass ich heute diese Frau packe. Irgendwie so. Das Einzige, was du packst, ist dein eigener Schwanz. Ach was, ich fick dich heute gegen die Wand. Uppercut auf Bauch gibst du mir. Warak, das Einzige, was du machst, du lutschst mein Jarak. Er sagt, er holt die Knarre und er schießt laut. Wenn ich will, machst du heute wie deine Katze. Miau. Ey, du schickst jedes Mal in der Gruppe, schickst jedes Mal in der Rapplerie-Gruppe irgendwelche Packs. Du bist anscheinend ein krasser Ticker. Kein Plan, Bra. Ich bin ein krasser Ticker, ich bin ein krasser Ficker. Wenn ich komme, dann werden deine Augenringe lila. So, ich schieß in die Luft. Und du bekommst Angstschweiß. Du weißt ganz genau, ich hab die besseren Punchlines. So, ihr seid jetzt gefragt. Ich möchte, dass ihr ehrlich seid. Okay? Ich werde auf einen Kandidaten zeigen und ihr werdet jubeln. Ich werde auf den anderen Kandidaten zeigen und ihr werdet jubeln. Sichert euch fest, seid ehrlich, bewertet musikalisch und nicht, wen ihr von den beiden am meisten mögt. Was sagt ihr zu Nuhat? Was sagt ihr zu Berkay? Wir müssen Leistung bewerten, Jungs. Ich habe einen klaren Gewinner gerade. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe einen ganz klaren Gewinner gerade. Jungs. Fairerweise, ne? Ich fand persönlich, ey Berkay, Bruder, du hast krasse Lines abgeliefert, aber ich fand persönlich im Battle fand ich Nuhat besser. Aber beim Freestyle muss man sagen, war Berkay besser. Das heißt, das ist eigentlich unfair zu bewerten, muss ich ehrlich sagen. Beim Freestyle fandst du Berkay besser? Ich persönlich fand, im A Cappella war ich stärker so. Was sagst du? Ich hab mich entschieden, Bruder. Ich auch.
Ja, ja, ja. Ich kann es ja nicht schwer. Wir machen es einfach. Bruder, okay. Wir haben uns entschieden. Rein, aber rein musikalisch, Jungs. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben uns entschieden. Bitte schön, Cousin. Bruder, ich sag ganz ehrlich, dieses, was ich am Anfang gemacht habe, unentschieden, zu 100%, habe ich auch gerade mit ihm gesprochen, so, wir sind uns zu 100% sicher, dass es unentschieden war. Und deswegen habe ich danach nur noch das gewertet, was wirklich Freestyle war. Und dann habe ich, für mich, war Berkay der Bessere. Okay. Aber nur bei dem Ende, wo halt diese Verlängerung kam. Weißt du, was ich meine, mein Bruder? Für mich, so sage ich, Bruder. Gut, haben wir entschieden. Berkay, du gehst als Gewinner dieser Challenge raus. Dein unsichtbarer Gast war Suat. Ihr könnt gerne in die Villa zurückgehen. Sehr schön. Und Nuhat, dein unsichtbarer Gast war Uzi. Uzi Nuhat, einmal hier bleiben, dann kommst du gleich in den Kampf. Jetzt würde ich einmal die nächsten beiden Kandidaten nach vorne bitten. Hamdi und JU, stellt euch gegenüber auf die Seite und geht ins nächste Bett. Geht, geht. Hey Jungs, ich schwör auf alles, es riecht mir alles, es ist alles das Herz, was ich so mache, Alter, aber ich muss irgendwas werden. Wisst ihr, was ich meine, Alter? Alter, ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dem einen so, der andere so, aber so. Weil deines enttäuscht, Bruder, und ich denk mir, am Nacken, weißt du? Battle Nummer 2. You versus Hamdi. Das nächste Battle. Hamdi JU. Ich erwarte Hochglanzleistung. Berkay Nuhat haben gerade ordentlich vorgelegt. Wer möchte von euch anfangen? Möchtest du anfangen? Hamdi, fang an. Ich wünsche dir viel Glück. Auf geht's. Ewa, Hamdi 5-2. Ich träume von Krone auf Ziffernblatt. Doch vorher battle ich irgendeinen No-Name von Rapper Mittwoch und Instagram. Hören Sie von mir? Sagen Sie Hamdi? Walla, bester Typ. Hören Sie von dir? Sagen Sie Ju? Oder sie sagen, ah, dieser Fake-Sammy von Rap LaRue. Ewa, bald stapel ich Platten. Hoffentlich noch mehr als Dieter Bohlen. Vor der Villa kam Ju zu mir und sagte, ey, Brü, kann ich mir ein paar Tipps abholen? Viel zu viele hier rappen mir von Koks oder rappen mir von Hase. Aber wenn ich Ju so anschaue, glaube ich ihm das. Weil du siehst aus wie ein abgehungerter Junkie-Penner von der Straße. Und jetzt? Jetzt bist du wieder auf Abfucks. Junge, du bist 28 Jahre alt. Mein Vater hatte ein Kind in dem Alter. Der Ball wird jetzt über den Keeper gelupft. Vergiss das nicht. Du hast bei mir wegen einem Feature gelutscht. Und jeder weiß, ich stand schon immer stramm da. Junge, als ich gerappt habe bei Icon, warst du auf YouTube am gucken, wie ich Hits gebracht habe. Ich war dein Vorbild. Ihr wollt alle rappen gegen mich? Kommt her, ich mach einen Massenmord. Dass du überhaupt deine Stimme gegen mich erhebst. Jetzt kommt eine bekannte Line. Weißt du, wie man sowas nennt? Ju Vatermord. Sehr starke Runde von Hamdi. Respekt dafür, Cousin. JU, the stage is yours. Boah, Upturn, Digga. Rap-Battle. Und dann noch gegen Ju. Sammy, buch den schwanzigen Mann einen Flug. Ey, yo, ey. Du bröselst. Jungs. Du bröselst Hasch aus deiner Sofaritze. Das erklärt den Herpes an deiner Oberlippe. Jungs, bitte. Du Junkie rauchst Coca-Kippe. Du bist jetzt schon broke, Brudi. Wir haben nicht mal Monatsmitte. Like, was ist denn das für ein Körper, Bruder? Du halsloser Schiefrücken, ich baller Parts wie Chiefrücken. Ich rasier dich so hart, dann hast du Haare so wie Parda oder Beast Kitchens. Und ja, Brille, die ist das. Aber ich bin unterwegs mit der Ray-Ban. Ich lass Haze brennen. Wenn ich mit dir fertig bin, bewegst du dich wie Amen. Ich hab noch. Was ist jetzt? Bitte, Jungs. Was ist jetzt, Hamdi?
Willst du Stress haben die? Du zahlst für ein Ganzes, aber kriegst nur 06 haben die. Erzählst was von Gangstern und Brüchen mit Flex haben die, aber verkaufst Schuhe, so wie El Bundy. Du bist ein Depp haben die und wirst rasiert haben die. Das hier ist Rap La Rue, das ist nicht Icon 4 haben die. Fertig. Bruder, das ist gar keine Frage für dich. Also, wir haben entschieden, Hamdi, Glückwunsch, du darfst deinen unsichtbaren Gast nehmen und dich auf die Song-Challenge vorbereiten. JU, du gehst als Gewinner von diesem Battle hervor. Glückwunsch! Sehr stark! Was soll ich sagen, Bruder? Ihr wolltet ein Battle und ihr habt ein gutes Battle bekommen. Sehr stark! Sehr stark. Ich denke, ich habe mich nicht schlecht angestellt, was das angeht. Aber, was ich noch dazu sagen muss, ich glaube, JU, den hätte man jeden hinstellen können und der hätte gewonnen. Hamdi, dein unsichtbarer Gast ist Le Malat. Breel, du gehst als Gewinner mit JU. Okay, ich hab geschwitzt. Ich sag ehrlich, ich hab mies geschwitzt. Wieder zurück in die Villa. Glückwunsch, Leute. Und dann sehen wir uns gleich im Songwettel wieder. Bruder, was war das? Hart, Digga. Was los, Alter? Was war das? Ey, Jungs, Alter, mach mal Applaus, Alter. Es ist vorbei. Yeah. Denk an die Zeit, an die Zeit. Ich seh die Tage, ich weiß, es ist vorbei. Ey, Jungs, was braucht mich hier, Alter, ja? Ey, guck mal. Ich habe weniger als eine Stunde, ich habe mich nicht vorbereiten können, meine Stimme ist weg. Ihr Arsch, es wird viel zu heiß. Bin hypnotized. Aber hört ihr das? Das wird ein Hit. Das wird ein Hit. Was sagst du, mein Bruder? Bruder, das wird sehr Segen. Voila. Segen. Bruder, dass ich damit rausfliege, damit rechne ich eigentlich nicht. Womit ich eher rechne, ist, dass das wirklich ein Hit wird. Weil das ist ein brachialer Song. Voila, der ist brachial. Sie beeilt, es wird viel zu heiß. Bin hypnotized, Blocksiedlung gebunkert, liege unterm Sofa. Moschino ist auf der Haut, das Duftaroma. War wild, ne? Der war soft. Der war wild! Wild! Wer war. Guck mal, wer hier ist, ne? Ah, okay. Da haben wir aufgeteilt, Güter sich vorher. Willkommen in Frankfurt Bahnhof. Arwena! Guckst du hier, meine Freund? Dieser Guck, ich zeig dir. Kommst du hier? Ich zeig dir, Mann. Wir sind hier Al-Haraga, wir kommen von Marokko wegen Europa. Dieser eine Bruder, Birkay von Türkei. Dieser Mann, starker Mann, immer Kontrolle. Ich dich. In Deutschland sagen dies seine Job CEO. Bist du nicht die Kälte, wieso das hier ändern? Wir sind in der Rückkehr vor. Jetzt Auftritt, Alter. Ich bin heiß, ich hab Bock auf jeden Fall. Genau diesen Vibe brauche ich gerade. Sonne, Sonnenbrille. So, ihr habt die Challenge, der unsichtbare Gast, verloren. Und ich bitte euch jetzt um einen Einzelsong. Jeder einzelne von euch wird auftreten. Zwei von euch
haben das Privileg, wieder zurück in die Villa zu kehren. Und für zwei von euch endet die Reise hier. Ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Gebt Gas. Jetzt kommt's drauf an, Jungs, Alter. Wesh, haben die 5-2, ha? Wilde Marokkinos, Teto Valla Bandito. Haben die 5-2 League Champion Niveau. Macht den Mund zu, kleiner Bambino. Ich komm von schwarze Blockfassade. Fefe Franza Copalade. Vrum vrum Meres drück Pedale. La Calle. Frate rennt bevor ihm Polizier catcht. Paranoia in seinem Kopf, weil er hat Haschisch im Gepäck. Du siehst Jokis auf der Straße und ne Herz ohne Respekt. Ulla alle voll verklatscht, weil sie smoken vor the Stress. Smoke vor Stress. Barrio Klassik Vendetta, radioaktiv Trainingspark, 9 mm Schuss Benzema. Mama an durch, weil sie denkt, ihr Sohn kommt wieder auf die schiefe Bahn. Aber es läuft von Langenfeld nach Marokko und ich schließ den Schieb dann in Marrakesch. Es riecht nach Siedler, mein Kavale. Esch 9 mm Patron in meiner Kanon. Voller Coupton. Wesh, voller Coupton, ich komm mit Dreris aus Marok. Frat der Kalt, so gut Poschkon. Welcome in the Homa, es riecht nach Cannabis. Musikstil Richtung Arabesk. Wir hängen in Marrakesch, links, rechts, Kombo Islam, Makachev mit Yamaha Motor an dir vorbei. Du bist Peach, so wie Lipton Eis. Überall, es wird viel zu heiß. Du wirst hypnotized. Ah, 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 Blocksiedlung gebunkert, Blicky unterm Sofa. Ah, Moschino ist auf der Haut, das Duftaroma. Schuld Kaliber 8, weite Distanz, so wie Granit Xhaka. Songs in einer Nacht, haben die 5-2 nicht Kapital Bra. Mama an durch, weil sie denkt, ihr Sohn kommt wieder auf die schiefe Bahn. Aber es läuft von Langenfeld nach Marokko und ich schließ den Schiebdar in Marrakesch. Es riecht nach Siedler, mein Kavale. Esch 9 Milli Patron in meiner Kanon. Du siehst den Schiebdar in Marrakesch. Es riecht nach Siedler, mein Kavale. Esch 9 Milli Patron. Amdi, super Song. Resonanz gibt's am Ende. Der nächste kann nach vorne treten. Geile Sau. Wir sind in der Hood gefahren. Jeden Tag dasselbe, setzen keine Grenzen, viele sind kaputt gegangen. Siehst du nicht die Kälte, wie soll das hier enden? Wir sind in der Hood gefahren. Sind wir unbekannt? Viele sind kaputt gegangen. Wir sind in der Gefahr. Scheiß drauf, ich fühl mich wohl hier. Groß geworden auf Strada. Da ihr wollte nie, dass ihr Sohn friert. Jeden Tag aufs Neue kommen wir wieder nicht an. Ohne Plan. Fahren durch die Straßen, sind bereit für den Kampf. Der Weg ist nicht mehr weit, aber lang. Wir drehen uns im Kreis, sag wann kommen wir an? Wir kommen von viel zu weit her, um jetzt stehen zu bleiben. Sag, wie tief ist das Meer? Welche Wellen sollen wir reiten? Wir sind in der Hut gefahren. Jeden Tag dasselbe, setzen keine Grenzen, viele sind kaputt gegangen. Siehst du nicht die Kälte, wie soll das hier enden? Wir sind in der Hood gefahren. Für sie sind wir unbekannt. Viele sind kaputt gegangen. Wir sind in der Hood gefahren. Die Augen sind rot, die Seelen sind schwarz. Dein Kopf ist kaputt, doch leb was du sagst. Viele wissen nicht wohin, so viele drehen sich im Kreis schon seit Jahren. Falsche Träume machen uns blind, leider wo sie nicht wahr. Wir kommen von viel zu weit her, um jetzt stehen zu bleiben. Sag, wie tief ist das Meer, welche Wellen sollen wir reiten? Wir sind in der Hood gefahren, jeden Tag dasselbe, setzen keine Grenzen, viele sind kaputt gegangen. Siehst du nicht die Kälte, wie soll das hier enden? Wir sind in der Hood gefahren. Sind wir unbekannt? Viele sind kaputt gegangen. Wir sind in der Gefahr.
es ist vorbei. Oh yeah, 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 oh. Denk an die Zeit, an die Zeit. Ich zähl die Tage, ich weiß, es ist vorbei. Oh yeah, 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 oh. Ma je ne sais pas. Das Leben ist ein Hoch und Runter, als wärst du auf der Achterbahn. Jeder weiß, wie es ist mit Kummer, wie ein Kurs auf ein Diagramm. Lieg ich falsch mit den Thoughts, die ich dachte? Lieg ich falsch mit der Art, die ich mache? Denk an all die Probleme, all dieser Schmerz. Es braucht vielleicht lang, doch erkenn deinen Wert. Bleib immer dankbar, nichts wird geschenkt. Vielleicht bin ich anders, doch ich bleib ich selbst. An viele gedacht, doch zu wenig an mich. Du kriegst, was du bist und pass auf, wie du sprichst. J'avais trop à dire, c'est pas facile, mais j'y allais. J'avais trop à dire, c'est pas facile, mais j'y allais. Lieg ich falsch? Ich seh die Tage, ich weiß, es ist vorbei. Oh yeah, yeah, yeah. Denk an die Zeit, an die Zeit. Ich zähl die Tage, ich weiß, es ist vorbei. Oh yeah, 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 oh. Ma je ne sais pas. Ich schwanke da, weil ich weiß, dass er nur hat ein bisschen mehr steckt. Ja, ja. Bei dir ist es safe. Bei mir ist eigentlich auch safe. Musik zu machen ist nicht gleich auf ein Star zu werden. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, du kannst Ghostwriter werden, wenn du gut Musik machst oder so, aber du musst auch Charisma haben, du musst auch dastehen und machen und tun. Ja, wenn das wir ist sehr, sehr schwierig gerade, ich sag euch ehrlich. Ich weiß es nicht, Jungs, ich sag euch ganz ehrlich.
Wir sind uns uneinig, ja? Oder beziehungsweise wir sind uns nicht sicher. Jungs, wir haben uns gerade besprochen und wir sind zu einer Entscheidung gekommen. Leider. Leider. Weil das ist, glaube ich, bis jetzt die schwerste Entscheidung gewesen. Und wir waren nicht alle drei eine Meinung. Aber bei einem Kandidaten waren wir uns sicher. Malat, die dritte Runde von dir hat sehr überzeugt. Du gehst viral überall. Du bist ein super Künstler. Und bei dir sind wir uns sicher, dass es leider für heute nicht reicht. Der nächste Kandidat, wo wir uns sicher waren, ist Nuhat. Bei dir sind wir uns sicher, es reicht. Noch kurz zu deinem Song, Nuhat. Ich liebe das, oder beziehungsweise wir. Wir lieben das, wie du deine Schiene durchziehst. Du bist ein einzigartiger Künstler. Behalt das, was du hast und zieh das bis zum Ende durch. Malat, du hast einen Hit gebracht, ja? Bei diesem Song jetzt war die Hook sehr stark, aber die Parts haben leicht drunter gelitten. Bei der nächsten Entscheidung waren wir uns nicht einig. Ich bewerte ganz, ganz ehrlich, musikalisch für mich war von Anfang an der erste Song der krasseste Song. Obwohl immer zu, mein Bruder, obwohl Bruder deine Performance noch nicht richtig warst, weißt du was ich meine? Aber Bruder, die Musik hat richtig hart gestimmt, Bruder, und da für mich, weißt du was ich meine, so? Geht das Wort an Hamdi. Ja. Ich fand, Hamdi, das war dein stärkster Song. Aber die Performance von Uzi hat mich mehr überzeugt. Darum geht mein Vote an Uzi. Also Leute, ich finde, jeder von euch hat einzeln eine Kategorie heute am besten gemacht. Malat. Ich fand, bei dir war meine Laune am besten. Hamdi, ich finde, du hast den stärksten Song gemacht. Aber ich gebe auch Oji recht. Ich finde, bei deiner Performance weniger müsste mehr sein. Uzi, du hast die beste Performance heute abgeliefert. Und Nuat, du hast, finde ich, die beste Kunst heute abgeliefert. Oji hat seine Stimme an Hamdi gegeben. Sammy hat dann Uzi gegeben. Und ich muss, weil es ein Song-Battle ist, muss ich den Song bewerten. Und da würde ich Hamdi meine Stimme geben. So. Uzi, Malat, bleibt noch kurz stehen, bitte. Hamdi, Nuhat, ihr könnt zurück in die Villa. Ja, die Regeln haben leider nicht zugelassen, dass es irgendwie anders ist. Darum bin ich halt leider verantwortlich für seinen Rauswurf. Aber irgendwo, also er hatte ja die Chance, diesen Song zu performen. Ich bin nur für die Situation, in der ich ihn gesteckt habe, verantwortlich irgendwo. Uzi, mein Bruder, Malat. Ich habe an dich geglaubt, Bruder. Aber eine Sache. Ihr geht beide im Finale von Rap La Rue raus. Nehmt das mit und gebt Gas. Weil es nicht euer Ende. Und ich bin mir sicher, gerade du mit deiner letzten Nummer, ja?
Und du bist verrückt. Wenn du nicht ein Star bist, weiß ich nicht. Ich will ein Feature mit dir. So. Uzi nur Liebe, Malat nur Liebe. Falls ihr noch was sagen wollt, Jungs. Ich wollte eigentlich nur sagen, ey, ich sag euch ganz ehrlich, es war sehr schwer. Ey, ja. Ich sag euch ganz, ganz ehrlich. Man weiß nicht, was man sagen soll, Alter. So zwei starke Künstler loszulassen, für ihn ist noch schwerer als für sehr mich. Schwer, bestimmt, Alter. Ich bin das erste Mal dabei, so jetzt in der Jury. Und für mich ist es schon krass, jetzt schon diese Erfahrung zu sammeln. Jemanden jetzt schon so, weißt du, was ich meine? So, obwohl alle krass sind, so irgendjemand zu sagen, hey, Bre, du bist nicht dabei. Und du schon, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen. Aber bleib dran, Kopf hoch. Und andere Leute haben es auch ohne geschafft. Krass. Dankeschön, Jungs. Ey, Berkay, abgerissen. Mama? Super, Walla, super. Walla, ja, Berkay, du hast recht. Wirklich, danke, Jungs. Aber Bruder, du. Nein, mein Bruder, ja. Oder ich. Komm, am Ende des Tages sind beide auf unseren Arsch gerettet, ne? Ja, das stimmt. Walla, Berkay, du hast meinen Arsch gerettet. Aber ich hab gedacht, ich hab selber verkackt, Alter. Ehrlich? Ja, Walla, ich bin Fettenbring, so geschmort. Ja, was geht, Walla? Soldiers, Soldiers. Das heißt, wow. Also habt ihr gewonnen, wa? Ja, Bruder. Wir sind weiter. Danke, Habub. Ein Glückwunsch, Bruder. Dankeschön, Bruder. Uzi, wir vergessen dich nicht. Scheiße. Uzi, Walla, bester Mann, Uzi. Walla, Uzi, bester Mann. Uzi, ey, grüß dich, ne? Sossenheim. Sossenheim, komm her. Ja, ich will dir. Ey, Geist. Du mal, Walla, da denk ich schon vergessen. Walla, Hauptbahnhof hat jetzt geschlossen. Hauptbahnhof ist zu, Bruder. Aber wo habt ihr gedreht? In der nächsten Folge. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu Tag 4 in Marokko. Wie geht's euch? Alles gut? Heute ist die Challenge, einen Club-Song zu machen, okay? Ha! Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Prima, wir tanzen ab, ab, ab. Wir müssen einen Namen aufschreiben, wer aus dieser Dreiergruppe uns heute verlässt. Also, wir müssen snitchen. Ich distanziere mich davon. Sonntag, 18 Uhr.